Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von Alicias Mom Online. hier sieht man sogar noch, worum es geht. Es geht um meinen Geburtstag. Jetzt bin ich schon 26. Wir haben nur den Anfang nicht aufgenommen, deswegen machen wir ihn jetzt. Genau. Ja, in dem YouTube-Video geht es um meinen Geburtstag. Es war so, so Ja, schön. um die Vorbereitung und all sowas, ne? Ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ich sitze jetzt hier im Auto. Mia ist auch noch da. Da ist sie. Ich fahre sie jetzt nämlich in den Kindergarten und danach werde ich schon mal einkaufen fahren für Alicias Geburtstag. Sie weiß echt noch gar nichts. Ist ja morgen. Ich kaufe jetzt nämlich Grillsachen und sowas. Die werde ich dann in den Kühlschrank tun. Und ihr sagen, sie darf auch nicht mehr in den Kühlschrank, damit sie einfach gar nicht weiß, was morgen überhaupt so los ist. Und ich weiß sowieso, sie wird sich tierisch freuen. Sie mag das so gerne, wenn Leute kommen. Wenn gegrillt wird zum Beispiel, wenn die Kinder Spaß haben, sie liebt das. Und das werden wir ihr morgen alles ermöglichen. Glaubst du, sie wird sich mega freuen? Ich glaube auch. Eigentlich wollte ich mit Mia ja zusammen einkaufen fahren, aber Geht nicht, weil Jüte heute kommt. genau, unsere Friseurin, also meine Friseurin kommt, die macht mir die Haare um 13 Uhr. Das dauert ja mal ein bisschen. Ich habe Mia jetzt weggefahren und jetzt werde ich einkaufen fahren. Ich muss in mehrere Läden. Ja, vor allem jetzt ist es ja noch früh, deswegen kriege ich wahrscheinlich noch alles später nicht mehr. Denn morgen ist auch Feiertag, das Wetter ist gut. Nicht, dass ich kein Fleisch mehr bekomme, deswegen lieber jetzt alles machen. Zuerst geht's einmal zu Aldi. So, mein letzter Stopp ist Famila. Ich war gerade auch nochmal bei Edeka und ja, habe einiges gekauft. Ich zeige euch auch nochmal was. Genau, ich musste leider in jeden Laden rein, weil es überall bestimmte Sachen gab, die Alicia gerne mag. Und deswegen, ja, habe ich das alles organisiert, nicht? Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel gekauft. Ich war einmal bei Family halt, bei Edeka und bei Aldi. Aber besser zu viel als zu wenig. Ich will ja auch alle satt kriegen, ne? Soll ja auch ein richtig schöner Tag werden morgen. Mann, ey, ich lieb's einfach, ne? Sie weiß von nichts. Ich räume jetzt hier alles ein in den Kühlschrank. Sie darf den Kühlschrank jetzt nicht mehr öffnen, damit sie nicht direkt weiß, was morgen los ist. Morgen wird sie es ja eher erfahren, aber sie kann ruhig noch mal einen Tag länger überlegen. Ich lieb's einfach. Ich habe sie nämlich nach draußen verdonnert. Nein, sie war schon vorher draußen. Aber ich habe gesagt, sie darf nicht rein. Sie ist da hinten und spielt. Voll niedlich. Alle freut sich immer so. Und du auch, ne? Meine kleine Mausi? Ja. Oh, meine kleine Mausi. Ich habe keine Ahnung, was er hier plant. Ich darf eigentlich gefühlt das Haus gar nicht mehr betreten. Aber ich habe heute meinen letzten Tag als 25-Jährige richtig schön gestartet. Ich bin jetzt hier auf dem Klettergerüst mit Ella. Ich habe mit Snow eben Fußball gespielt. Wir sind schon die ganze Zeit draußen. Ja, Ella verwüstet hier jetzt alles. Ja, dass Jan was plant, ist offensichtlich, aber ich habe keinen Plan, was mich erwartet. Ob heute, morgen. Ich dachte eigentlich erst, morgen wird das so, aber irgendwie ist heute auch schon voll viel geheimnisvoll und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich werde mich jetzt gleich einmal ablenken. Ich werde mal zu Taco. Das darf Jan aber nicht wissen. Das sieht er erst, wenn ich bei Taco war. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön zu sehen, wie viel Mühe er sich gibt und wie er sich freut. Mia freut sich. Gestern habe ich zu Mia gesagt, so, sie sagt so, wie oft noch schlafen? Bis dein Geburtstag ist, ich so, zweimal. Zweimal nur noch? Und war richtig außer sich und ich so, hä, was ist denn los? Ist doch mein Geburtstag und nicht deiner. Und keine Ahnung, ich bin mega gespannt. Aber ich hole schon mal kurz den Autoschlüssel von drin, ne? Wie bitte? Ich hole sonst schon mal kurz den Autoschlüssel von drin. Nee. Ich darf nicht rein. Ich gehe mich jetzt ablenken. Ich gehe jetzt hier rein. Ich glaube, ich werde für Snow ein Schweinohr holen. Und möchte noch einmal zu Taco. Ich werde schon wieder angucken, als wäre ich ein Alien, Alter. Nur ich in mein Handy rede. So, mir wünscht sich noch Sandalen. Ich habe jetzt hier bei Deichmann welche gefunden. Voll süß, für 16,99.
So ähnlich hatte sie schon mal als Baby. Ich sind so eine kleine Blume. Die nehme ich jetzt für sie mit. Das ist so lustig, ne? Sie spekuliert richtig, weil ich habe das Auto ja eben noch gewaschen. Und sie denkt jetzt einfach, dass wir morgen noch wegfahren. Das Wetter, ne? Oh, ich liebe es einfach. Ella spielt da mit Wasser. Snow liegt da unten. Oh, und man kann ja einfach mal draußen chillen. In der Sonne. Es ist so schön. Warum darf ich nicht in den Kühlschrank? Mann! Ich habe jetzt nämlich Mimi von der Kita abgeholt. Und was wollen wir jetzt machen? Was habe ich dir versprochen? Reiter hoch und Pferd kaufen. Genau. Mia war nämlich so traurig, weil sie ihr Pferd bei Oma und Opa vergessen hat. Ne? Und Oma und Opa sind jetzt für einen Monat im Urlaub und dann habe ich ihr versprochen, dass sie sich ein Pferd aussuchen darf. Und ja, dass wir ihren Reiterhof aufbauen, ne? Dein Pferdestall da, den du da hast. Vorsicht, hier fahren Autos. Ich habe ja immer noch morgen Geburtstag. Mia, ich habe doch morgen Geburtstag, ne? Ja. Kannst du mir schon was dazu sagen? Nein. Man kriegt nichts aus ihr raus. Also wenn ihr irgendjemand ein Geheimnis anvertraut, dann kommt es bei mir. Was? Naja, dann gucken wir jetzt mal weiter nach dem Pferd, ne? Ich möchte. Es gibt einmal die und es gibt einmal die. Mia und ich wollen jetzt uns heute Abend eine Gesichtsmaske machen. Mama, weißt du was? Du bist einfach. Und du bist dran. Die? Okay, dann nehme ich die andere. Dann nehme ich die. Mia, weißt du was? Du bist einfach meine beste Freundin. Eigentlich darf Mia sich ja auch noch was aussuchen, weil du ja eine Reihe voll hast. Ja, aber Schatz, die DVDs brauchen wir nicht. Wir können das immer so im Fernseher gucken. Und außerdem Minions habe ich sogar auf DVD. Aber ich habe was anderes Cooles gesehen, was du auch vielleicht cool finden könntest. Ich rede mit dir. Guck mal, ich habe was anderes Cooles gesehen. Das ist so ein ferngesteuertes Auto. Wie findest du das? Das kannst du halt mit einer Fernbedienung steuern. Ja? Ja. Oder findest du sowas nicht so cool? Ja, cool. Das Rosane? Oder was? Dann kriegst du das, weil du die eine Reihe voll hast, okay? Das auch? Ja, das kriegst du so von Mama. Okay. Ja? Okay, und dann darfst du dir jetzt hier noch ein Pferd aussuchen, weil das habe ich dir ja versprochen. Das ist ganz schön teuer. Ja, aber Ella hat auch schon ganz viel zu Hause, ne? Und überträumen. Was gibt's da denn? Oh Mann, was ist heute mit mir los? Das ist die Vorgeburtstagseuphorie, sag ich euch. Und hier gibt es auch noch voll krasse Pferde. Oh, das sieht richtig krass aus. Das. Aber du entscheidest, was du am schönsten findest. Na, natürlich. Das ist das. Das? Ja. Ehrlich? Ja. Ich finde das auch richtig cool. Also ich würde dir das auch empfehlen. Andere coole Sachen? Ne, Einhörner und so hast du ja auch schon. Aber sowas mit Flügeln hast du noch gar nicht, ne? Ja, also entscheid du. Möchtest du das? Ja? Bist du dann glücklich? Ja. Die Schildkröte ist ja auch richtig süß. Einmal hatte ich die und dann war sie schon weg. Möchtest du sonst Ella eine mitbringen? Darf Ella die haben? Und du das Pferd und Ella die Schildkröte und dann könnt ihr zusammen damit spielen. Ich nehme zwei mit, wo ich habe, wenn ich auch eine Schildkröte. Schatz, eine Schildkröte. Auch Schildkröte. Eine Schildkröte, ihr könnt teilen, okay? Oh mein Gott, ich habe einfach einen Drachen gefunden. Ja, Mia. Das ist jetzt natürlich schwer, ne? Wir haben einmal den Drachen. Und den Pferd. Oder das Pferd. Die Schildkröte ist ja für Ella, ne? Mhm. Weil Ella ist auch eine kleine Schildkröte. Ja. Was? Das Pferd. Gut. Der arme Drache. Er hat einen Stern auf der Stirn. Dann müssen wir hier einmal dein Pferd scannen. Boah, wer kriegt denn da die Haare geschnitten? Warum muss man das machen? Besser wachsen, ne? Hey, Jack Frost ist wieder am Stissel. Yes. Willst du einen Umhang umhaben, Mia?
Ella? Ja, also bei zwei Kindern kommt es jetzt schon durcheinander, ne? Ich auch jeden Tag. Dann kommt noch Snow und dann bist du total verwirrt, ne? Ja. Mit Jan rede ich zum Glück nicht, deswegen kommt der Name nicht noch mit in den Topf, ne? Haare schneiden muss ein jedes Kind. Und sie sagt, na toll. Toll machst du das, Ella, super! Ella, warte. Möchtest du pinke Haare, Ella? Ja. Ich mach. Komm her. Jetzt sieht sie aus wie von den Trolls. Ich kann nicht mehr hoch. Nee, ich glaube, Ella möchte nicht mehr. Schatzi, wenn sie nicht möchte, dann hör auch auf. Ella, möchtest du das? Möchtest du das? Ja? Ja, dann los, Mia. Ja, super. Oh, ihr seid so süß. Unglaublich. Hm? Du hast ja gesagt, ich darf nicht an den Kühlschrank, ne? Ja, aber weil das ist noch eine Überraschung. Ja, aber ich hab Durst. Kannst du mir dann ein Eistee holen? Ja. Aber in den schwarzen darfst du, glaube ich, nicht in den anderen. Aber Papa hat gesagt, ich darf nicht an den schwarzen, wo die Getränke sind. Holst du mir ein Eistee? Los. Jetzt! Nein, Ella, du nicht. Gib den Mama. Gib Mama noch einen Schluck. Nein. Nein. Kein Eistee. Nein. Nein. So, Mia und ich sind jetzt nochmal losgefahren, ne? Was kaufen wir jetzt nochmal? Weißt du das überhaupt? Ich habe mal ein Geschenk. Die Geschenke haben wir schon. Wir kaufen Deko. Deko. Genau, wir wollen es auch schön dekorieren morgen. Wir stehen jetzt hier vorm Regal, ne, und wir suchen jetzt was für Mama. Für Mama aus, ne? Ja. Findest du das schön? Ja, aber das Gold. Das Gold, ne? Dazu brauchen wir noch passende Luftballons. Hm? Genau, die sind super. Nee, so, wir haben jetzt was Schönes gefunden. Musst jetzt nochmal schnell in den Baumarkt. Ich muss noch eine Plane holen für die Hüftburg. Zum Unterlegen, nicht, dass da irgendwie ein spitzer Stein liegt oder so, das wäre echt ärgerlich. Ja, Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Mäuschen hat sich hier schön, gönnt sich schön Brötchen, ne? Lecker. Ja, meine Haare sind wieder fresh. Übrigens, wie man sieht. Genau, liebe Jutta war nämlich vorhin da und hat noch meine Haare gefärbt. Jetzt sehe ich wieder super aus. Was? Was ist denn Auto? Ich sehe super aus, sag ich, oder? Aber Papa? Ja? Ich habe verstanden, wir sitzen jetzt im Auto. Ja, sitzen wir auch. Ich meine, aber nur meine Haare sehen wieder super aus, oder? Was sagst du zu Papas Haaren? Sieht gut aus, ne? Ja. Habt ihr gehört? Ich kann nicht mehr. Ich lache mich die ganze Zeit schon kaputt, wie Ella das Fernrohr benutzt. Warte, ich zeig's dir. Ja, warte, Mama kommt. Ich muss erstmal wieder hochklettern. Ella, du musst mal hier durchgucken. Warte. Mit deinem Auge? Guck mal so mit deinem Auge da rein. Achso, ja, dreh das mal um. Ich will auch gucken. So, wir beide. Guck mal. Warum? Bitte, mach noch mal. Mach mal. Du musst... Nee. Du musst mit deinem Auge da reingucken. Guck mal. So. Nein. Andersrum. So, jetzt musst du da durchgucken. Guck mal bitte, sie guckt immer mit ihrer... Habt ihr gesehen? Sie guckt immer mit der Nase. Nein. Doch. Du musst mit deinem Auge da reingucken. Oh Mann, mein Baby. Alicia duscht gerade und wir sind jetzt im Keller. Denn Mia, zeig doch mal. Wir machen jetzt für Mamas Geburtstag eine Karte ausschreiben. Genau, die hat Mia ausgesucht und die beschriften wir jetzt, ne? Ja, und die Mama ist ganz gut im Weltall. Ja, sie ist schon, das stimmt, du hast recht. Ja, wir schreiben jetzt rein, ne? Du sagst mir, was ich da reinschreiben soll und dann mache ich das, ne? Okay, machen wir das so? Ja. Wir machen es zusammen, okay? Mhm. Für
für? Ma. Für die. Wolltest du jetzt die Beste, ne? Ja. Für die Mom. Die. Ma. Beste, oder nicht? Beste. Beste. Mama. Ma. Ma. Auf, oder? Der. Der, genau. Der. Der. W. Hm? Genau, W. E. E. L. N. L und T. Für die beste Mama auf der Welt. Oh, da wird Mama sich freuen. Wirklich. Ja. Voll toll. Der nächste Tag. Alicia hat heute Geburtstag. Es ist 7 Uhr, Viertel nach. Die Kinder haben mich geweckt. Mia ist auch total aufgeregt. Die kann das gar nicht abwarten, alles vorzubereiten für Alicia, weil sie darf jetzt noch schlafen. Solange bis alles fertig ist. Und Mia und ich bereiten jetzt alles vor. Wir werden jetzt anfangen, die Geschenke einzupacken. Das sind ein paar Bücher. Ich und Mia haben jetzt hier ein bisschen geschmückt. Luftballons und alles. Und jetzt werde ich hier schönes Frühstück auftischen. Putzen sich auf. So, ich habe es jetzt soweit fertig. Ich habe immer einen Kuchen. Die Razzale kann sie auch was auspusten. Ja. Ich freue mich heute einfach. Ich freue mich einfach heute ein bisschen frühstücken. Da werde ich so ein bisschen zappeln lassen und dann wird sie halt erfahren, dass sie noch eine kleine Grillparty bekommt. Ein schönes Frühstück für die beste Mama. Oh, danke schön. Das sieht richtig toll aus. Ja. Du musst da unten pusten. Und man kann sich dir was wünschen. Hast du dir was gewünscht? Sehr gut. Bevor es zu deinem eigentlichen Geburtstag geht, musst du noch ein paar Sachen erledigen. Oh nee, ey, hör auf. Doch, musst du. Nee, Mann, das ist doch nicht mein 30. Geburtstag. Doch. Das ist dein fast 30. Geburtstag. Das machen wir jetzt jeden Tag, jedes Jahr bis du 30 bist. Oh nee, Mann. Oh nee. Du machst ein paar Aufgaben. Wenn die Aufgaben erledigt wird, weißt du, was hier los ist. Oder was gemacht wird. Alter, dann nutzt ihr mich einfach auf, dass ich selber wahrscheinlich meinen Geburtstag vorbereiten muss, Alter. Hier, zu Mama. Oh, meine Babys! Dankeschön! 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 Danke, Ella. Oh, das soll ich auch machen? Erstmal lese ich das, okay? Hoffentlich ist das auch für dich ganz toll. Natürlich, das ist doch von euch. Ja, das wird ganz toll. Also, wie perfekt kann bitte eine Karte sein? Hat sie die ausgesucht? Alles. Mama, guck Ella, mach du. Guck doch mal hier rein. Liebe Mama, hast du nicht gesagt, was du schreiben sollst? Liebe Mama, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Feier schön und ich hab dich lieb. Du bist die beste Mama der Welt. Ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück. Ja. Das haben wir zusammen geschrieben. Und ich liebe dich auch. Und jetzt erstmal das hier, das wird richtig toll sein. Das ist. Mausi, nicht sagen. Oh mein Gott! Die beste Mama der Welt. Ich hab ihr das auch vorgelesen, ne, Mia, bevor sie das ausgesucht hat, ne? Ja, ich hab dich so lieb. Jetzt erstmal die. Ja, aber Dankeschön. Weil wir uns nach dem Streit nicht lange böse sein können. Weil es nirgends so gut schmeckt wie bei dir und weil du mir deine die besten Lieblingsrezepte mitgibst. Weil du in meiner Kindheit für jedes Problem eine Lösung parat hattest. Meine. Weil ich von dir nicht immer alles bekommen habe, was ich wollte, aber alles, was ich brauchte. Es gibt noch so viele Gründe, warum du für mich die allerbeste Mama bist. Ich liebe dich lieb und ich bin sehr froh, dass du meine Mama bist. Mama! Mama! Dankeschön. So, ihr Lieben, ich habe Geburtstag. It is time. Es war total süß. Jan hat mich noch schlafen lassen. Dann haben die mich mit Breakfast überrascht. Mias Geschenke haben mich auch richtig überwältigt.
weil sie sich einfach so Gedanken gemacht hat. Das finde ich so toll. Und auch, auch mit der Karte allein schon, dass die einfach genau meinen Geschmack da trifft und so und sich da wirklich was überlegt. Das hat mich richtig berührt. Und was Jan noch erzählt hat, dass die extra, dass er extra das ganze Buch vorlesen wollte, musste hier mit Du bist die beste Mama, ob das auch passt und so. Das fand ich richtig schön. Ja, ich bin gespannt, was der Tag heute noch so bringt. Ich habe keine Ahnung. Jan sagt nichts! Aber baute die ganze Zeit Spannung auf. Und ja, ich freue mich. So, ich werde jetzt hier Alicias Bücherregal aufbauen. Das hat sie sich ja von mir gewünscht. Ich hatte leider noch eine Kleinigkeit, die ist nur leider nicht angekommen. Ich hoffe, die kommt morgen oder übermorgen an. Dann kriegt sie es halt nachträglich. Und ja, dann kannst du es endlich einräumen hier. Ne? Ja. Freust dich schon drauf, ne? Beste Julia! Die beste Julia! Ich bin fertig. Ich schwitze heute. Puh, hier sind gefühlt schon 30 Grad. Krass, aber perfektes Wetter für heute, wirklich perfekt. Ihr Lieben, ich bin so glücklich. Ich habe jetzt mein Bücherregal eingeräumt. So sieht das jetzt bisher aus. Hier oben sind alle Harry Potter Sachen. Hier ist Forest Wing, ganz wichtige Ecke. Hier habe ich zum Beispiel alle, hallo, Spiegelverkehr, Colin Hoover. Also, ja, es ist halt so ein Eckregal. Man kann das auch noch erweitern, also wenn wir umziehen. Und das nicht mehr genauso in die Ecke, so kann man es halt noch umstellen und erweitern und so, richtig cool. Oh, ich freue mich voll, ich habe mir das voll gewünscht, so ein Bücherregal. Und ja, jetzt geht's weiter. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, aber es geht weiter. Weiter! Wir sind jetzt hier auf der Terrasse. Also, was wir brauchen, ist auf jeden Fall einmal ein Lappen. Wir brauchen einen Lappen und wir brauchen einen Topf mit Wasser. Digga, soll ich jetzt Topf schlagen oder was? Nein. Nein. Wir brauchen das jetzt erstmal, okay? Okay. So, und wir müssen diesen Tisch hier, mein Schatz, den Tisch hier und den ganzen Sachen, wir müssen alle ein bisschen hier rüber. Hier rüber? Ja, alles ein bisschen hier rüber. Ne? Wir brauchen da viel Platz. Wofür? Wirst du sehen gleich. Wofür? Oh Mann, ich lieb's doch, ey. Oder soll der Tisch lieber nach da, dass hier mehr Platz ist, oder nicht? Können wir auch machen. Ist egal. Entweder nach da ganz hinten oder nach hier. Was ist denn besser? Du kannst entscheiden, sag du. Soll es lieber nach hier oder soll es lieber nach da? Dann sieht das so gequetscht aus, oder? Obwohl, ich weiß ja nicht, was da hinkommt. Müsst ihr dann ja sehen. Also es ist scheißegal, bei welcher Seite es kommt. Da oder da, ist egal. Das ist eine Sandkiste für die Kinder. Wirst du ja gleich sehen, was das ist. Wir haben uns dafür entschieden, die ganz da hinten hinzuschieben. Und jetzt gehen wir in die Garage. Jetzt siehst du, was in der Garage ist. Okay. Komm. So. Dann machen wir die Garage auf. Weißt du, wie es geht? Du musst oben drücken. Ja, hier ist ein Spinnennetz. Ein Spinnennetz oben. Genau. Die Gartenkarnitur. Die müssen wir jetzt mal aufbauen, ne? Hä? Oder? Kriegen wir Besuch? Vielleicht. Nein. So, ein, zwei ist Leute. Ist die von Jens Werner? Ein, zwei Leute kommen bestimmt. Ist die von Jens Werner, ne? Die ist von Jens Werner, ja? Warte, was hat hier? Das bauen wir jetzt mal auf, ne? Mein Schatz, sie ist ja schon fleißig am Wischen. Ja. Ne? Wir haben jetzt hier alles aufgebaut. So sieht das jetzt hier aus. Die Chill Area. Ne? Die macht sie auch noch fresh. Und danach geht's weiter. Wir sind noch nicht fertig, mein Schatz. Nee? Nein. Okay. Wir sind jetzt im Garten. Das ist doch eine Unterlage. Ja, genau. Ich habe jetzt was in die Hand gedrückt. Und jetzt verbreiten wir jetzt hier mal aus, ne? Bin gespannt, du. So, pass auf. Ich bin richtig gespannt, wer kommt. Okay, okay. So, mein Schatz. Schauen wir uns doch mal an, ne? Tada!
Was ist es? Eine Hüpfburg! Es ist Hüpfburg! Oh mein Gott, wie geil, Mann! Oh, das wird richtig cool für euch, Mia! Richtig toll, Mann! Und ich finde, da werden wir so Spaß haben. Das wird so ein schöner Tag heute. Ja, wird so. Oh mein Gott, Mia! Ella, es geht los! Die ist so geil! Wie heftig ist bitte diese Hüpfburg? Ich kann nicht mehr. Die kann man hier sogar noch mit Wasser verbinden. Ich habe mir die so gewünscht für die Kinder. Da können die hüpfen, da können die rutschen. Oh Mann, ich freue mich so. Die werden so Spaß haben. Ich habe mir die so doll gewünscht. Ich habe mir gar nichts für mich gewünscht, eigentlich außer meinem Bücherregal. Aber ich habe mir so die Hüpfburg für die Kinder gewünscht. Okay, jetzt darfst du in den Kühlschrank gucken, du. Es wird hier groß! Es wird hier groß! Geil! Oh, für die Kinder, die Eier, Kaffeesahne. Richtig, auch noch eine Kaffeesahne. Klar. Ist einfach so cool, weil ich mir immer gewünscht habe, für die Kinder so ein Sommerfest zu machen. Und jetzt machen wir es heute, weil wir auch so Glück mit dem Wetter haben. Wir haben jetzt eigentlich soweit alles vorbereitet. Ich zeig's euch mal. Unsere Lounge hier für den Garten haben wir aufgebaut. Hier ist jetzt die Hüpfburg, hier hinten können die Kinder spielen, die Kinder können Trampolin springen. Hier sind noch die zwei Hängesessel, dann kann man von da auch die Kinder beobachten und sich unterhalten. Und hier geht es dann nach draußen. Hier sind die ganzen Spielsachen. Hier ist der Wassertisch von den Kindern. Hier ist dann noch die Lounge, wo man chillen kann. Und hier haben wir jetzt auch alles aufgebaut, weil wir werden heute grillen. Ja, dann können hier alle essen, haben wir schon abgeputzt und die Auflagen rauf. Ja, ich würde sagen, dann ist soweit alles vorbereitet. Ja. Jetzt muss ich mich nur noch vorbereiten. Die ersten Leute sind schon da. Ne? Wir haben uns schon vorbereitet. Ich habe hier schon den Grill fertig gemacht. Schon geschrubbt. Die Rest der Gäste bald. Und dann wird gefeiert. So, das war die Vorbereitung. Und wir haben leider nicht mehr so viel gefilmt, weil wir das auch sehr genossen haben, würde ich mal sagen. Ja, es war so ein schöner Tag. Ja, das freut mich wirklich. Ja, ich finde es einfach auch richtig schön, wie viel Mühe du dir gegeben hast, Robin. Finde ich doch gerne. Nee, es war echt ein richtig schöner Tag mit meinen Liebsten und wir hatten so viel Spaß, wir haben so viel gequatscht, gelacht, alles. Es war echt ein richtig gelungener Tag. Die Kinder hatten Spaß, es war richtig schön. Ja. An der Stelle war es das auch mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und ein Daumen nach oben und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Genau. Bei unserem Podcast wieder. Tschüss.